Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Zur 700. Ausgabe des TE-Weckers übrigens. Danke sehr für Ihr, man kann es kaum anders bezeichnen, rasant steigendes Interesse, das uns natürlich sehr freut. Vielen Dank auch für Ihre Zuschriften. Ich lese sie fast alle, kann sie aus Zeitgründen nur nicht immer beantworten. Und heute zu einem der wichtigsten Themen, das uns seit langem offenbar unaufhaltsam verfolgt, der Energiewende, nämlich der sogenannten. Denn Grüne, SPD und CDU veranstalten seit Jahren ein einzigartiges Experiment. Alle Kraftwerke eines Industrielandes abschalten und dann mal sehen, was passiert. Schnell abreißen, in die Luft sprengen, unbrauchbar machen, verbrannte Erde hinterlassen. Das wollen die sogenannten Energiewender. Doch immer deutlicher wird die Sackgasse sichtbar, in die grüne Ideologen vor allem im Bundeswirtschaftsministerium das Industrieland Deutschland schicken wollen. In Dresden fand in dieser Woche das 55. Kraftwerkstechnische Kolloquium statt, die Traditionsveranstaltung der Kraftwerksingenieure. Diesmal mit 850 Teilnehmern aus der Kraftwerksindustrie. Wir haben im Tichys Einblickwecker in dieser Woche auch darüber berichtet. Mit dabei Frank Hennig, Kraftwerksingenieur und Tichys Einblick-Autor und Maschinenbauingenieur Detlef Ahlborn, Inhaber einer kleinen Maschinenfabrik. Mit ihnen unterhielt ich mich am Ende der Veranstaltung über die vielen Illusionen der sogenannten Energiewende. Die und die Bildungskrise, dies sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Zuerst die Frage an Detlef Ahlborn. Eigentlich müsste man sagen, Energiewende ganz klar gescheitert, Rolle rückwärts. Naja, auf dieser Tagung, auf der wir hier waren, gab es gestern eine wunderschöne Podiumsdiskussion und einer der Teilnehmer hat dann was ganz Wichtiges gesagt, was ich hier auch mitnehme. Wir müssen uns endlich ehrlich machen. Ehrlich machen in Bezug auf den Stand, auf dem wir stehen. Und ehrlich machen in Bezug auf den Weg, wo wir hinwollen. Insbesondere im Hinblick darauf, ob denn diese Dinge, die wir vorhaben, überhaupt realistisch sind. Ich möchte ein Beispiel geben. Es gab hier ungezählte Vorträge zur Nutzung von Wasserstoff Weg aus der Klimakrise. Und einen der Vortragenden habe ich mir dann erlaubt zu fragen, wo denn dieser ganze Wasserstoff nun herkommen soll, ja, mit dem wir diese Energiewende vorantreiben wollen. Und das Beispiel war, wenn wir 100 Terawattstunden Erdgas ersetzen wollen durch Wasserstoff, dann müssen wir mal eben 1500 Kubikmeter flüssigen Wasserstoff nach Deutschland importieren. Und zwar das ganze Jahr hindurch, jede Stunde 1500 Tonnen. Und ich habe den Referenten gefragt, wie das denn funktionieren soll. Und da muss ich dann leider sagen, was da kam, war nur noch unverbindliches Gestotter. Das wusste er auch nicht. Ja, also wir reden hier über Perspektiven, aber wir wissen nicht, wie wir die umsetzen sollen, weil es schlicht und ergreifend an den Ressourcen fehlt. 1500 Terawattstunden, wie viel ist das als Vergleich? Leider nicht 1500 Terawattstunden, das waren 100 Terawattstunden, aber 1500 Kubikmeter Wasserstoffgas. Also 100 Terawattstunden, das ist ein Sechstel ganz grob des deutschen Stromverbrauchs. Also das sind keine Peanuts mehr. Und bei diesen ganzen Zahlen, da muss man sich mal vergegenwärtigen, 600 Terawattstunden, das ist so ein gigantischer Energiebetrag und das ist nur die Stromversorgung von Deutschland. Wenn wir diese 600 Terawattstunden nehmen und damit den Chiemsee beheizen, dann ist der ganze Chiemsee nach 2 Jahren verdampft. Damit man sich mal eine Dimension kriegt. Alternativ, das mache ich auch immer gern, was ich als Beispiel heranführe, mit 600 Terawattstunden Strom kann man die ganze Ostsee in einem Jahr 10 Meter hochpumpen. Das sind die Dimensionen, von denen wir reden. Dabei ist der Stromverbrauch nur ein Sechstel bis ein Siebtel des deutschen Gesamtenergieverbrauchs. Das ist das Problem. Ja, wenn man die Energiewende vorantreiben will und man einen Stift in die Hand nimmt und sich überlegt, wie viel braucht man denn davon, dann rennt man gegen eine Wand aus gigantisch großen Zahlen. Und das Erfrischende, was ich hier mitgenommen habe auf dieser Veranstaltung, ist, dass sich die wesentlichen Teilnehmer und hier anwesende Wissenschaftler darüber vollkommen im Klaren sind. Und das hat mich eigentlich erleichtert, weil wir hier nicht mehr gegen eine Wand von Ideologen anrennen oder weil ich hier nicht gegen eine Wand von Ideologen angerannt bin, sondern gegen Leute, die tatsächlich wissen, wovon sie reden. Aber nach außen sagen Sie das nicht sonderlich deutlich.
Na gut, ich meine, ich habe da ganz großes Verständnis für. Die einen, die das nach außen nicht so deutlich sagen, das sind die hier anwesenden Industrieunternehmen, die natürlich die staatlichen Förderungen gern in Anspruch nehmen. Ich betreibe ja selbst eine kleine Firma und wenn staatliche Subventionen im Spiel sind, dann gilt so ein alter Unternehmerspruch, ne? Wenn es Brei regnet, musst du einen Löffel raushalten. Frank Hennig, müsste man eigentlich nicht sagen, Energiewende gescheitert, Schluss? Kann man sagen, aber es würde nicht helfen, was an dieser Veranstaltung hier am Kraftpreiskolloquium das Beeindruckende war, dass wirklich alle Fachleute sich bemühen, aus der bestehenden Situation irgendwie das Beste zu machen. Und da haben wir eine ganze breite Palette von Themen, die sich der übliche Laie und erst recht nicht das grüne Fußvolk vorstellen können, was das überhaupt bedeutet, ein ganzes Energiesystem völlig umzustricken. Wenn man sich hier die Themen der einzelnen Vorträge ansieht, so ist das ganz breit gefächert von Armaturen über Korrosion, über Mitverbrennung, eine ganze Litanei. Da bekommt man einen Eindruck davon, was es überhaupt bedeutet, ein Energieversorgungssystem für ein Industrieland zu betreiben, aufzubauen und jetzt auch umbauen zu wollen. Und das ist halt eine andere Dimension. Das ist ein Bereich, der offensichtlich vielen auch verschlossen ist. Die öffentliche Meinung, die ideologisch in die Richtung getrieben wird, es würde ausreichen, ein paar mehr Photovoltaikzellen auf die Dächer zu schrauben und möglichst viel Windkraftanlagen hinzustellen. Und damit sei ein künftiges Energiesystem betreibbar. Die würden hier ganz krass geerdet werden, ganz abgesehen davon, dass sie das meiste fachlich überhaupt nicht nachvollziehen könnten. Und man muss natürlich sagen, die Fachleute, die hier nach einzelnen Lösungen suchen, die machen das lösungsorientiert und die entscheiden auch nicht über den künftigen Kurs der Energiewende. Die müssen halt damit leben und die besten Lösungen suchen. Natürlich im Vier-Augen-Gespräch oder auf den Fluren, dann ist mehr oder weniger die Meinung zu finden, dass es in dieser Form nicht bis zum Ende gelingen wird, das Energiesystem umzustricken. Es wird Änderungen geben, aber das grüne Paradies, wie es uns verkündet wird, das wird es in dieser Form nicht geben. Da besteht relativ große Einigkeit. Und so gesehen war dieses Kolloquium verglichen mit einigen anderen Veranstaltungen das sehr fachlich fundiert und zielführend. Man hat hier auf PR und gegenseitiges Mutmachen bezüglich der Erneuerbaren weitgehend verzichtet und überwiegend sich an den Realitäten orientiert. Und das ist schon, ich denke, ein Fortschritt auch gegenüber Veranstaltungen noch vor wenigen Jahren, wo tatsächlich hin und wieder behauptet wurde, wir würden aus Atom und Kohle aussteigen können und die Erneuerbaren würden das übernehmen. Jetzt sehen wir, die übernehmen das halt nicht, weil sie können es nicht. Was angesagt wäre, auch in den Medien, das wäre endlich eine Diskussion zu eröffnen über das fast vollständige Versagen der Erneuerbaren in Fragen der Versorgungssicherheit. Aber diese Diskussion wird noch kommen und da warten wir mal gespannt drauf. Ricarda Lang von den Grünen hat ja ganz klar gesagt, verhandelbar ist nicht mehr, ob eine Energiewende stattfinden soll, sondern vielleicht noch das Tempo. Was bedeutet das? Ja, sie hatte hier bei der Veranstaltung etwas Kreide genommen vorher. Sie hat nicht erwähnt den vorgezogenen Kohleausstieg auf 2030, den die Grünen ja immer noch betreiben. Ja, das ist typisch grün. Man will alles ganz schnell, damit möglichst keine Zeit mehr zum Nachdenken bleibt. Man will vollendete Tatsachen schaffen. Das ist ja mit der Kernkraft bereits gelungen. Jetzt will man das mit der Kohle de facto nachziehen, sich einen nächsten Pokal in die Vitrine stellen. Aber es wird scheitern an den physikalischen Gesetzen. Und auch wenn Frau Lang etwas sich gestern etwas vorsichtig geäußert hat, da war die Differenz zum Ministerpräsident Kretschmer sehr deutlich. Und ich sag mal, dieses Argumentieren auf der Metaebene, was sie da gemacht hat, was wir alles machen müssten und was auch mit Sicherheit so kommen würde, das ist natürlich Fantasie, das wird so in der Praxis nicht eintreten. Aber die Grünen sind ja flexibel, die ändern auch mal schnell ihre Meinung. Vor einem Jahr wollte der Staatssekretär Greichen noch, dass die Kommunen den Rückbau ihrer Gasnetze planen. Das ist jetzt kein Thema mehr. Dann hatte man bestanden auf grünen Wasserstoff aus der Grünstromelektrolyse. Heute ist wieder der blaue Wasserstoff erlaubt, also aus Erdgas mit CO2-Abscheidung. Also auch die Grünen drehen ein bisschen an ihren Standpunkten herum und sie werden nicht umhin kommen, ihn künftig weitergehend zu korrigieren, bis wir dann vielleicht zu einem Ergebnis kommen, zu einem Umbau des Energiesystems, das dann auch funktionieren wird.
Was bedeutet das denn für ein Industrieland? Sie haben auch eine Produktionsfirma, Sie brauchen erhebliche Mengen an Energie. Was bedeutet das für ein Industrieland, wenn so an den Grundfesten der Energieversorgung herumgeschraubt wird und sie bisher doch schon ziemlich beschädigt worden ist? Naja, das ist ja das kleine Unternehmer einmal eins, ja. Also die Energie habe ich auf der Kostenseite. Und wenn die Energie einen wesentlichen Anteil an meinen Produktionskosten sind, führt das zu einer erheblichen Kostensteigerung. Und wenn ich diese Preise am Markt nicht mehr durchkriegen kann, dann habe ich so ganz viele Möglichkeiten, habe ich dann nicht mehr. Ne? Also ich kann darüber nachdenken, meine Firma zu schließen, oder ich kann darüber nachdenken und gucken, wo ich zu viel Energie verbrauche, oder, und das werden die wirklich, die Firmen machen, die viel Energie benötigen für ihre Produkte, die werden ihre Produktion schlicht und ergreifend ins Ausland verlagern. Und ich gebe mal ein Beispiel dazu, ist wunderschön. In meinem Heimatort Großhammerode in der Nähe von Kassel haben wir eine ganze Reihe von Unternehmen, die in der Industrie- und Feuerfesttechnik unterwegs sind. Die machen Schmelztiegel und solche Dinge. Und von einer dieser Firmen habe ich dann also auf einem zuverlässigen Wege Folgendes gehört. Also wenn Sie jetzt die Preise hier wesentlich erhöhen wollen, sagen Sie uns bitte 4 Wochen vorher Bescheid. So lange brauchen wir, um die Aufträge nach China zu verlagern. So einfach ist das. Man muss nicht insolvent gehen, man kann auch aufhören zu produzieren. Damit ist man auch nicht insolvent. Wie gehen Sie denn jetzt damit um? Oder was machen Sie dann mit Ihrem Betrieb? Also ehrlich gesagt, das, was ich mit meinem Betrieb mache, wir haben durchschnittliche Stromkosten, wie so ein kleiner Gewerbebetrieb nun mal hat. Wesentliche Kosten, einen großen Anteil an Gaskosten haben wir auch nicht. Aber das steht fest, dass, wenn ich die Preise über meine Produkte nicht an meine Kunden weiterreichen kann, dass das unseren Gewinn, des Jahresgewinn, wesentlich schmälern wird. Das ist ganz einfach. Ja, und dann, wenn das dann eine bestimmte Grenze überschreitet, ja, da muss ich mir überlegen, was ich damit mache. Ne? So ganz viele Möglichkeiten bleiben da ja nicht. Ne? Ja, da kann man sich von bestimmten Produkten trennen und man kann sich auch von Leuten trennen und man kann den Laden schlicht dicht machen. Das ist ganz einfach. Die Absicht steht ja, zu rationieren, Stromzuteilungen zu machen und zu sagen, in den nächsten 2 Stunden kriegt der Bezirk Strom, in den nächsten 2 Stunden der Bezirk Strom und dort wird abgeschaltet. Wie könnten Sie denn damit leben, mit Ihrem Betrieb? Doch gar nicht. Ich gehe ja gegenüber meinen Kunden bisweilen knüppelharte Verpflichtungen ein mit Konventionalstrafen und Lieferterminen, all solchen Dingen. Solche Dinge können einen umbringen. Das ist ganz einfach. Das sehen die Experten anders. Die sagen schlicht und einfach, dann arbeitet man halt nachts statt am Tag. Die haben aber offensichtlich auch noch nichts von Arbeitsrecht gehört. Aber das sind so die Theorien, die in entsprechenden Kreisen verbreitet werden. Ja, Fakt ist, was ich vermisse, die von den Grünen angestoßene Diskussion oder von ihnen aufgebrachte Begriff der angebotsorientierten Versorgung, das war noch in der letzten Legislaturperiode im Bundestag, dass das zu keinem Aufschrei geführt hat. Zum einen von der Industrie selbst, die ja unmittelbar betroffen ist, zum anderen auch von den Fachleuten. Weil die Zuteilung von Strom oder sagen wir es andersrum, hohe oder moderne Industriestaaten leben von einem hohen Grad an Arbeitsteilung. Und das heißt, es muss die Logistik stimmen. Jedes Produkt muss zur richtigen Zeit und richtigen Menge am richtigen Ort sein. Und das gilt auch für den Strom. Und wenn ich anfange, den Strom zeitweise abzuschalten, dann ist dieser Grad der Arbeitsteilung nicht mehr möglich. Dann ist die Produktivität nicht mehr möglich. Und das Ergebnis ist schlicht und einfach, dass die Firmen ins Ausland verlagern und die Familienunternehmen oder kleinen Unternehmen, die das nicht können, ja, die werden dann früher oder später schließen. Ähnlich verheerend ist die Diskussion darüber, was auch hier kurz das Thema war, dass man ja energieintensive Vorprodukte, einfache Vorprodukte importieren könne. Auch hier macht man einen neuen Kanal auf. Wo findet dann die Abgrenzung statt? Ist das nur Ammoniak oder Aluminium? Oder sagen wir dann nicht lieber gleich, dann kaufen wir das ganze Produkt im Ausland? Also die E-Mobilität in Deutschland wird künftig
hauptsächlich durch chinesische E-Mobile betrieben werden, rein von der Preisgestaltung her. Und die restliche energieintensive Industrie, die wird sich früher oder später aus Deutschland gleitend zurückziehen, umso schneller es eben ein Demand-Side-Management gibt, also eine Regelung der Verbraucherseite, die ja unter Bedingungen des mangelnden Angebotes im Grunde nichts anderes ist als eine Rationierung. Also es ist letzten Endes der Niedergang eines Industrielandes, den wir hier begonnen haben, der übrigens schon läuft. Es droht keine Rezession, wir haben die Rezession schon. Die Frage ist nur, wie wird es gelingen, hier nochmal eine Bremse einzuwerfen oder eine Kurskorrektur vorzunehmen. Dieser Begriff Demand-Side-Management, den verbaue ich gern in ein Bild, damit es der Laie versteht. Wir denken uns jetzt mal ein Demand-Side-Management-Drive-System in einem Auto. Für jeden von uns ist es die größte Selbstverständlichkeit, dass wenn wir auf der Straße fahren und einen LKW überholen, dass wir dann in den dritten Gang schalten, den Blinker links setzen und das Gas durchtreten. Dann ist für uns auch selbstverständlich, dass das Auto im gleichen Augenblick beschleunigt. Jetzt stellen wir uns bitte mal vor, auf dem Display im Tacho erscheint jetzt die Fehlermeldung. Zurzeit ist nur ein Zylinder verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Ja? Dann sind wir bei Demand-Side-Management. Und es ging ein Aufschrei durch das Land, wenn solche Dinge noch als Intelligent Drive System verkauft würde. Genau das wollen die uns aber für die Wirtschaft verkaufen, als intelligente Nutzung der Ressource Energie. Da muss ich wirklich fragen, ob die noch alle Latten am Zaun haben. Entschuldigung. Das ist eine intelligente Verwaltung von Mangel. Schlicht und einfach durch Zuteilung. Also wer in der DDR sozialisiert wurde, der kennt das noch ein bisschen. Auch das war eine permanente Mangelwirtschaft. Nicht unbedingt selbst verschuldet. Das war auch politisch begründet durch die Blockbildung, durch die entsprechenden Importe, die man nicht durchführen konnte, durch die Ineffektivität der Wirtschaft. Aber die Folgen würden heutzutage ähnliche sein wie damals in der bestehenden Mangelwirtschaft im real existierenden Sozialismus. Es ist nur noch nicht allen klar, die hier bei uns die Entscheidungen treffen. Wer ist denn das, der solche Entscheidungen trifft und beziehungsweise ein solches irreales Projekt versucht durchzusetzen, einem ganzen Land aufzustülpen? Ja, es ist die gewählte Regierung. Und natürlich nicht nur die jetzige. Wenn wir jetzt hören, dass verschiedene Stimmen auch aus dem politischen Raum gewisse Befürchtungen haben vor dem kommenden Winter, dass es kalt werden könnte und dass vielleicht die Energie nicht reichen könnte, dann muss man sich doch mal daran erinnern, dass wir weder zu Kohls noch zu Schröders Zeiten solchen Gedanken nachgehen mussten. Aber nach 4 Perioden Merkel und 2 Jahren Ampelregierung sind wir jetzt so weit, dass wir uns Gedanken machen müssen über das Wetter im kommenden Winter und uns auf mögliche Folgen einstellen müssen. Das ist für ein entwickeltes Industrieland nicht unbedingt ein Ruhmesblatt. Naja, in dieser ganzen Diskussion möchte ich auch mal sagen, spielt die sogenannte Wissenschaft eine höchst unselige Rolle. Ja, Sie können ja bei den einschlägig bekannten Forschungsinstitutionen zu jedem noch so blödsinnigen Thema eine Studie bestellen, wo irgendwelche Träger gewichtiger akademischen Grade Ihnen genau das zusammenschreiben, was Sie gern hören wollen. Ja? Und an dieser Stelle möchte ich eine Institution auch mal beim Namen nennen. Das ist zum Beispiel die Fraunhofer Gesellschaft, die in diesem Zusammenhang eine höchst unselige Rolle spielt. Ja? Dort werden, wenn Sie die einschlägigen Studien von diesen Leuten lesen, da finden Sie solche Behauptungen, dass sich Windstrom glätten lässt, indem man Windkraftanlagen dazu baut. Und anderen physikalischen Blödsinn, ja, wo sich jeder Absolvent einer durchschnittlichen Universität sofort überlegen kann, dass das nicht sein kann. Wir hatten gestern die interessanten Anmerkungen vom Professor Beckmann gehört. Er hat die Wissenschaftsarbeit auch etwas verglichen mit Friedrich August Böttger, dem Erfinder des Weißen Meißner Porzellans. Dem war es auch gelungen, den August den Starken etwas an der Nase rumzuführen, eine Zeit lang, indem er immer vorgegeben hat, er sei kurz vor dem Durchbruch der Erfindung des Goldes und hat immer noch mehr Personal, mehr Mittel, mehr Geld, mehr Zeit bekommen, weil August der Starke ihm geglaubt hat. Und ich habe den Eindruck, heute ist es ähnlich, dass viele Institute davon leben, die Machbarkeitsillusion aufrechtzuerhalten, dass man auf diesem Weg der Energiewende tatsächlich erfolgreich sein könnte. Und indem man das immer in vermeintlich wissenschaftlichen Arbeiten suggeriert, erhält man natürlich immer wieder Folgeaufträge und Drittmittel und kann weiterarbeiten und Geld verdienen,
wenn mancher ehrlich sagen würde, das geht so nicht, hört auf, zum Beispiel in bestimmten Richtungen der Wasserstoffnutzung oder Ähnlichen, der würde nie wieder einen Forschungsauftrag dazu bekommen, ist ja logisch. Also versucht man diese Möglichkeit aufrechtzuerhalten, um darüber langfristig leben zu können und Geld zu verdienen können. Was mich bei diesem Thema immer wieder empört, das sind am Anfang so ganz einfache Zahlen. Wir haben einen Primärenergieverbrauch von über 3000 Terawattstunden. Das sind 3 Millionen Gigawattstunden. Und das ist unser gesamter Energieverbrauch, also Verkehr und Mineralöl und alles, was wir im Jahr verbrauchen. So. Jetzt macht ein modernes Windrad ungefähr 10 Gigawattstunden pro Jahr. Sonst haben wir 3 Millionen Gigawattstunden Bedarf. Ein Windrad macht 10. Wenn wir die beiden Zahlen durcheinander teilen, dann kommen wir auf 300.000 Windräder. Und spätestens bei dieser Zahl sollte man mal sagen, ups, was ist denn das? Habe ich mich jetzt verrechnet, ne? So, und dann kriegt man ja gesagt, ja, das kommt auf den Mix an. Jetzt mixen wir mal. Jetzt machen wir mal die Hälfte davon mit Solarstrom und die Hälfte mit Windrädern. Ja, dann sind wir bei 150.000 Windrädern. Und bei Solarstrom sind wir dann bei ungefähr 20.000 Quadratkilometer Solarfläche. Das ist so groß wie Hessen. Und dann da darf man sich die Frage stellen, wie habt ihr euch das eigentlich vorgestellt? Ja, und da könnt ihr mir noch so viele Studien schreiben. Ja, diese Zahlen, die stehen in Stein gemeißelt. Und bei diesen Zahlen sind die Umwandlungsverluste noch nicht eingerechnet. Mit anderen Worten, das wird alles noch viel schlimmer. Ja, und da muss ich leider sagen, da hat sich unsere sogenannte Wissenschaft nicht mit Ruhm bekleckert. Es wird ja zunehmend dann auf die Wasserstoffwirtschaft abgehoben. Das ist technisch möglich. Das haben auch viele Vorträge hier gezeigt, dass technisch einiges machbar ist. Da ist man erfindungsreich. Aber es gibt ja inzwischen auch bei der Bundesregierung die Einsicht, dass wir selbst diesen grünen Wasserstoff nicht in der Menge erzeugen können. Also hebt man ab auf Importe aus aller Welt, was wiederum die Sache verkompliziert, einerseits durch außenpolitische Erwägungen. Auch das kam in der Podiumsdiskussion heraus. Wenn wir also aus Nahost jetzt größere Mengen Wasserstoff importieren wollen, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes brenzlig. Wir sind dann auch natürlich sanktionierbar. Dann hebt man ab auf demokratische, sichere Länder wie Australien oder Chile oder Brasilien. Aber auch da weiß man nicht, was die künftige Entwicklung bringt. Und natürlich muss man dann auch zusehen, dass man keinen Energiekolonialismus betreibt. Denn die Herkunftsländer haben selbst zunächst den Anspruch auf sichere Energie und wollen auch ihre Emissionen senken. Wenn also wie in Namibia in Größenordnung grüne Energie abgeschöpft werden soll, dann wird diese natürlich zuerst in Namibia verwendet werden. Und gleich daneben liegt Südafrika, was permanent mit Energiemangel zu tun hat. Also es wäre auch den Menschen dort gegenüber zunächst gerecht, die Energie dort zu belassen und dort zu verwenden und dort Emissionen zu senken, anstelle über den halben Globus diese Energie zu transportieren. Wobei sich das nächste Problem ergibt, das Transportproblem. Es ist so gut wie unmöglich oder nur mit wahnsinnig hohem Aufwand möglich, Wasserstoff als Element zu transportieren. Deshalb muss das umgewandelt werden in verschiedene Derivate, also entweder in Methanol oder Ammoniak. Dann kann man das transportieren, was aber wieder eine eigene Infrastruktur erfordert, sowohl im Förderland als auch bei uns mit der Rückumwandlung. Und dann kann man diese Energie erst verwenden. Die vielen Umwandlungsschritte, Wirkungsgradverluste, Transportkosten, die lassen dann natürlich aus meiner Sicht ein sinnvolles Wirtschaften, zumindest in der Schwerindustrie in Deutschland, nicht mehr zu. Der richtige Weg ökonomisch und ökologisch wäre natürlich, den Ammoniak oder den Wasserstoff nicht nach Duisburg, Thyssen zu transportieren, sondern den Hochofen nach Namibia zu stellen. Und das würde auch künftig die Entwicklung sein, die Sinn macht und die man geht. Heißt aber auch für Deutschland, für die Arbeitnehmer, für die Menschen hier, ja, dass die dann zurückbleiben. Wie geht's weiter? Wie kommen wir da raus aus der Nummer? Gar nicht. Aus der Nummer kommen wir nicht raus, was wir eben noch diskutiert haben. Also es ist ja geradezu grotesk, etwa Wasserstoff in großen Mengen in Namibia zu gewinnen, zu völlig überhöhten Weltmarktpreisen nach Deutschland zu schaffen, derweil wir damit ja die Nachfrage nach konventionellen fossilen Brennstoffen auf der Welt reduzieren. Die Nachfrage nach Mineralölprodukten, um also ein Beispiel zu nennen, wird damit zurückgehen. Was wird passieren?
die Preise werden sinken, weil mit sinkender Nachfrage die Preise sinken. Was wir damit indirekt tun, wir kurbeln den Verbrauch an den fossilen Brennstoffen in anderen Ländern auch noch an. Wir bewirken genau das Gegenteil von dem, was wir bewirken wollen. Ja, das ist das, was Hans-Werner Sinn das grüne Paradoxon nennt. Ja, und das ist einfach das sind die Regeln der Marktwirtschaft. Natürlich können wir uns vorstellen, jetzt noch einen Weltsozialismus zu installieren, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da die Chinesen was dagegen haben. Völlig richtig. Und wie kommen wir raus aus der Nummer? Also schwer, weil wir sind in eine Sackgasse reingelaufen und de facto erhöhen wir jetzt noch die Geschwindigkeit hinein. Wir können schwer umdrehen, also die Kernkraft werden wir auf absehbare Zeit nicht zurückholen können. Viele Kohlekraftwerke, die jetzt stillgelegt werden, sind auch nicht mehr reaktivierbar. Die Reservekraftwerke auch nur noch für absehbare Zeiträume. Und die Ausschreibung für neue Gaskraftwerke, die das Wirtschaftsministerium angekündigt hatte für den vergangenen Sommer, sind noch nicht mal raus. Das wird erst im nächsten Jahr stattfinden. Dann haben wir die Ausschreibung 24, die Entscheidung und Baubeschlüsse vielleicht 25. Dann kommt die Bauzeit von 5 bis 7 Jahren dazu. Dann sind wir Anfang der 30er Jahre. Das heißt, wir werden in der zweiten Hälfte der 20er Jahre beim weiteren Abschalten von Kohlekraftwerken in eine Energiemangellage hineinlaufen, die seriös auch auf etwa 30 Gigawatt zu 2030 beziffert wurde. Ja, wir müssen dann vermutlich mit dem Mangel umgehen und ich kann nur hoffen, dass 2025 nach den Bundestagswahlen die Anzahl der Philosophen im Wirtschaftsministerium abnimmt und dann Weichenstellungen getroffen werden in Richtung eines sinnvollen und belastbaren Energiemixes, der uns zunächst mal durch die 20er Jahre führt, sodass wir nicht unter Mangel leiden. Die steigenden Preise werden wir ertragen müssen und dass wir dann völlig neu sortieren, wie wir ein System über 2030 hinaus etablieren, was absehbar auch funktionieren wird, was bezahlbar ist und was sicher ist. Das ist im gegenwärtigen Zustand ist eine Entwicklung nicht erkennbar. Zum Vergleich, 30 Gigawatt, das ist etwa knapp die Hälfte der elektrischen Leistung, die Deutschland braucht. Ja, der durchschnittliche. Die fehlt einfach. Hälfte. Bei sowas wird ja auch leicht gesagt, dass wir sind die Anhänger der alten Technologien und wir sind die Befürworter einer Dinosaurier-Technologie. Wir befürworten das nicht, sondern wir müssen uns doch mal der Tatsache stellen, der schlichten einfachen Tatsache, dass es windstille Nächte gibt. Und wer das nicht glaubt, der soll mal an einem lauen Sommerabend auf dem Balkon grillen. Da wird er feststellen, dass es windstill ist und irgendwann dunkel wird. Und für eben diese Dunkelflauten brauchen wir ein wie auch immer beschaffenes Ersatzsystem, von welcher Beschaffenheit auch immer es ist. Ja? Und alles, was wir bisher erdacht haben, oder alles, was wir haben, sind Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Ölkraftwerke. Ende der Durchsage. Und das ist keine Frage von Befürwortung oder dass wir diese Dinge für gut befinden, sondern es ist die schlichte Notwendigkeit, dass wir sowas brauchen. Und bei dem Thema Speicher, ich hatte die Ehre, hier dazu einen Vortrag zu halten, wenn man jetzt sagt, okay, das ist ja kein Problem, wir betreiben jetzt diese Ersatzkraftwerke aus einem Speicher. Wenn wir diesen Speicher bemessen, wenn man das seriös macht, da kommt man auf Größenordnung, die sprengen jeden Rahmen. Nur mal ein Beispiel zu bringen, ja, wollte man Deutschland absichern gegen die Dunkelflaute, ja, dann bräuchte man ein Pumpspeicherkraftwerk von der doppelten Größe des Bodensees. Ein Bodensee ist das Unterbecken, der andere Bodensee ist das Oberbecken und dazwischen haben wir einen Höhenunterschied von 400 Metern. Es ist völlig illusorisch zu glauben, man könnte sowas realisieren. Und das Gleiche gilt für das, in vielen Studien ist die Rede von Power to Gas. Da sind die Dimensionen ähnlich. Sämtliche deutschen Gasspeicher in Deutschland, die reichen gerade so aus, um unsere Stromversorgung entsprechend abzupuffern, wenn wir dort mit Power to Gas, das ist ja so eine schöne Vokabel, Power to Gas, diese Speicher füllen. Und zu Power to Gas möchte ich auch noch was sagen. Beim Power to Gas-Verfahren wird ja mit dem Gas, ein Brennstoff elektrochemisch erzeugt. So, und ein Brennstoff, der heißt ja Brennstoff aus dem gleichen Grund, warum eine Bratkartoffel Bratkartoffel heißt, nämlich weil man ihn verbrennt.
Und zwar in einer Verbrennungskraftmaschine. Deswegen heißt die Verbrennungskraftmaschine auch so. Und wenn wir in einer Verbrennungskraftmaschine Gas verbrennen, ja, dann haben wir ein fundamentales Naturgesetz an der Backe, wir Ingenieure. Das heißt, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Das wusste schon Sadie Carnot vor 200 Jahren. Aber irgendwie sind diese Dinge in Vergessenheit geraten. Denn dieses, wenn wir mal beim Power-to-Gas-Verfahren, stellen wir uns mal vor, wir wollten mit einem Kraftwerk kein Gas erzeugen, sondern wir lassen mal ein Kohlekraftwerk thermochemisch im Rückwärtsgang laufen. Nämlich ein Kraftwerk, das Strom aufnimmt und Luft aufnimmt, insbesondere CO2, und daraus Kohle produziert. Das ist der Geist hinter Power to Gas. Und Entschuldigung, kein vernünftiger Mensch, der käme je auf den Gedanken, diese künstliche Kohlenhalde ausgerechnet als Elektrospeicher auszugeben. Aber es sollen doch dann 100.000 Windräder gebaut werden. Die retten doch das Ganze dann. Naja, wir hatten eine wunderschöne Diskussion eben hier. Hoffentlich kriege ich das hin. Der Kollege, mit dem wir diskutieren, der kam aus Sachsen. Der hat das so wunderschön formuliert. Weil wenn du nichts hast und machst es 100-mal nichts, dann bleibt es immer noch nichts. Wie endet das Ganze? Wo geht's hin? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich in die Beraterbranche gehen und richtig gut kassieren. Nein, es ist wirklich, die Zukunft ist ja immer unvorhersehbar. In der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist sie besonders verwirrend und unvorhersehbar. Allerdings, am Ende werden die Naturgesetze siegen über menschlich gemachte Gesetze. Also wir erleben hier Gesetze in hoher Schlagzahl, ob das Energieeffizienzgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, EEG-Änderungen und so weiter und so fort. Jetzt kommt dieser unsägliche CO2-Grenzausgleich dazu im EU-Rahmen, also dieser quasi CO2-Zoll. Die Bürokratie wächst ins Unermessliche. Also aber das ließe sich alles novellieren und umschreiben, aber die physikalischen Gesetze lassen sich eben nicht umschreiben, ob das der Kirchhoffsche Dreisatz ist oder die Hauptsätze der Thermodynamik. Und die werden am Ende obsiegen und wir müssen mit den Folgen leben. Also es gibt ja einen Spruch von Sokrates, der sagt, der Kluge lernt von allen, der Normale durch Erfahrung und der Dumme weiß alles besser. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir eine Regierung haben, die alles besser weiß und wir Normalen werden durch ein ziemlich langes, tiefes Tal der Erfahrung gehen müssen. Ein Hauptproblem ist ja, dass die gesamten Ministerien eben mit denen besetzt sind, die nicht gerade zu den Schlauen gehören. Das Wirtschaftsministerium ist ja bis in die mittleren Etagen völlig umgekrempelt worden. Was bedeutet denn das für eine vernünftige Energiepolitik? Ja, die Folgen sind verheerend. Die sind deshalb verheerend, wenn wir jetzt argumentieren mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Oder nehmen wir mal den Kirchhoffschen Knotensatz. Dann sitze ich Leuten gegenüber, die da glauben, das sei eine neue Methode zum Knüpfen von Jutebeuteln. Oder die bei 1 Kilowatt vielleicht einen Eimer voll Schlick vor Augen haben. Auf die geht nichts ein. Da rede ich gegen Wände. Das ist ein fundamentales Problem, um es auf den Punkt zu bringen. Ja? Die Energiewende und die Bildungskrise sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Es tut mir leid. Was muss sich ändern? Was muss sich ändern? Das ist eine gute Frage, ja. Also bringt mal mehr Sachverstand und Erfahrung und Berufswissen auch in unsere Ministerien. Ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr, sehr lehrreich und hilfreich, mal in einer realen Firma gearbeitet zu haben, die in einem ganz realen Wettbewerb mit ganz realen Konkurrenten steht, egal in welcher Position, ob als Betriebsrat, Abteilungsleiter, Betriebsleiter, Meister, Geschäftsführer, das ist völlig wurscht. Wenn man weiß, wie Wettbewerb buchstabiert wird, ja, dann hat man ein Gefühl dafür, wie Wirtschaft funktioniert. Und das gilt für jeden Malermeister und das gilt für jeden Industriekonzern in genau der gleichen Weise. Und nun gehen Sie mal den Bundestag durch und schauen Sie an, wie viele der Abgeordneten auf diese Weise mit dem realen Leben schon in Verbindung standen und wie viele nach dem Motto Kreissaal, Hörsaal, Parlament jetzt uns regieren, ohne mit dem realen Leben in Verbindung gestanden zu haben, ohne sich selbst am Arbeitsmarkt anbieten zu müssen und die halt mit Hilfe irgendwelcher Parteien, Karrieren, Parteien, Wahllisten, Listenplätzen es bis in die obersten Ebenen geschafft haben. Soweit also das Gespräch mit Frank Hennig, Kraftwerksingenieur und Tichys Einblick-Autor sowie Maschinenbauingenieur Detlef Ahlborn. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.